I'm begging you. Hi, herzlich willkommen, schön, sehr eingeschaltet haben zu einem neuen Video. Ich bin wieder extrem gut gelaunt, denn heute, ihr seht es an meinem schönen, hässlichen Sommerhemd, reagieren wir auf eine neue Folge. Are you the one VIP? Mäßig Reality Stars in Love. Es ist heute Folge 6 dran. Alle anderen Folgen, die zuvor dran kamen, haben wir auf diesem Kanal schon angeschaut. Also falls ihr das Ganze von Anfang an anschauen wollt, nicht gespoilert werden wollt, checkt's ab. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Sedo. Ich bin jetzt 23 Jahre alt und komme aus Köln. Ich mache gerne YouTube-Videos. Schön, dass ihr hier hingefunden habt. Freut mich sehr. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Und falls das der Fall ist, dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir schnackeln gar nicht fackeln lange um den heißen Brei, liebe Freunde. Lehnt euch zurück, holt euch Snacks, macht euch gemütlich, trinkt einen leckeren, schmeckeren Tee. Ja, keine Zeit verlieren. Time is running, time is money. Link zu TV Now ist in der Videobeschreibung. Auch zu dem Are You The One YouTube-Channel. Könnt ihr gerne auschecken, falls ihr euch für ein TV Now-Abo interessiert. Dort werden alle möglichen Reality-Shows gezeigt und abgespielt und ihr könnt auf alles Mögliche zugreifen. Ich würde sagen, wir gehen rein. Matchbox-Entscheidung. Damit hat es letztes Mal aufgehört. Sind sie ein Match? Ja oder nein? Tommy und Valentina. Das wäre schon geil. Aber wer hat Ja geschrien? Wer hat Jau geschrien? Das frage ich mich gerade. Die wollten einfach kein Match sein, ne? Gesagt. Oh, wie sie wieder übertreibt. Das ist so dumm, dass die Gruppe uns nicht zuhört, weil wir ja, übertreibt, Valentina. Übertreibt. Das fuckt mich gerade richtig ab, ne? Ja, no match. Das war aber von Anfang an klar. Ey. Hast du verkauft? Nein, ne? Ey, wieso habt ihr nicht verkauft? Dann hättet ihr es nicht erfahren. Nein, weil wir waren uns ziemlich sicher, dass die sich getäuscht haben und wir eigentlich recht haben. Oder das wären 500 Euro mehr pro Person, oder? Oder ein bisschen mehr? 1000 Euro mehr pro Person? Okay, aufs Gewinngeld gerechnet ist es ein Zehntel. Also ja, okay. Konto würde so gut aussehen jetzt mit extra Cash drin. Das Problem ist, um das Spiel zu gewinnen, müssen wir auch auf die Leute hören. Wir waren es nicht. Wir wussten das. Es ist immer noch genug Zeit, um das Spiel zu gewinnen. Aber so wie es aktuell gerade läuft, sieht das irgendwie nicht so. Was will man machen? Aus. Aurelia ist crying. Wahrscheinlich wegen der Ansage von Diogo. Warum ist man so kalt? Warum ist man so herzlos? Und warum werde ich immer so losgestellt? Ja, ich wusste es. Oh, ich bin so gut. Diogo, wie ist denn der Stand mit Aurelia? Ich habe Aurelia gesagt, dass ich mich gerade nicht danach fühle, noch momentan gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Das heißt, zwischen euch ist erstmal aus. Ich hab ihn gefragt, willst du es lassen? Sag's mir bitte, dann lassen wir es. Oh. Ja, okay. Drama over Drama. Aber bei wem kann man sich noch ausheulen? Ui. Bei der Konkurrenz. Dieses Bloßstellen vor anderen Leuten, das hat mich gerade gefickt. Was hat er gesagt, dass er nicht bloß ist? Er hat ja hier vor allen eigentlich quasi gesagt, dass es jetzt beendet. Boah, das ist einfach so krank. Immer komme ich in so einen Dreckscheiße rein. Kann es sein, wartet mal kurz, kann es sein, dass Aurelia bis jetzt in jeder Folge geweint hat? Nicht in jeder, ne, aber in fast jeder. Aurelia ist echt mit Abstand der emotionalste Mensch bei Are You The One. Mit Abstand. Sie steigert sich sehr schnell in Sachen rein. Ich sag euch ehrlich, nach diesem Gespräch mit Danilo, ne, nach diesem Gespräch, safe, sie macht Auge, Danilo ist ihr neuer Match oder so. Weil die hatten ja schon neulich ein Gespräch und waren so, ja, wir hatten uns gar nicht auf dem Schirm, aber... Du könntest es echt sein. In der selben Situation sind wir jetzt in der selben Scheiße reingeritten. Obwohl wir das gar nicht wollten. So, ich habe ihn jetzt gefragt. Und er meinte, dass es immer noch so ist, wie er dir halt gesagt hat, als ihr euch unterhalten habt. Und dass er sagt, ja, erstmal nicht. Und der ist 28, sind wir im Kindergarten oder was? Bling, bling, der Nassau. Wo bin ich hier gelandet?
ist die Sache... Hä, aber war... Es ist gut, dass er jetzt nochmal auf sie zukommt, dass sie nochmal reden, ne? Aber wie viel hin und her ist das bitte? Bis die mal irgendwie so... Ey, keine Ahnung, ich stress das selber gerade. Ich krieg selber gerade Stresspickel, ey. Zwischen mir und dir für dich vorbei? Oder er zu gerne eine zweite Chance? Ja, ich hab dir heute gesagt, dass ich gerne eine zweite Chance von dir möchte. Aber vorhin im Wohnzimmer hat es ja wohl eindeutig geklungen, dass du das nicht mehr möchtest. Nein, ich habe immer noch gesagt, gerade fühlt es sich nicht danach. Aber... Ich bin heute nicht abgeneigt davon. Ich weiß nicht, was in ein paar Tagen oder in einer Woche passiert. Das habe ich dir genauso gesagt. Hier vor die verlassen extra Gespräch wegen unangenehm. Ich habe dich nicht hingehalten, sorry. Du warst jetzt, nachdem ich jetzt ein paar Stunden weg war auf dem Date, ja, hast du dich ziemlich schnell auf einen anderen Mann eingelassen. Hä, er macht auch auf eifersüchtig. Ja, sorry, du hast mit ihm getanzt. Du hast dich jetzt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, Real Talk. Ich habe selber mitbekommen, 2-3 Mal, dass du dich nur mit ihm unterhältst. Du hast schon seine Jacke an. Aber Diogo, ich weiß nicht, was du von mir erwartest, dass wenn du weggehst hier raus, dass ich die ganze Zeit in der Ecke sitze. Nein. Und für mich alleine bin und mit niemandem rede, weil ich so traurig bin. Oder was kannst erwartest du? Kannst du ja, kannst du ja. Egal, was ich mache, es ist in deinen Augen falsch. Und dann frage ich mich halt, ist es mit Absicht oder suchst du nach einem Fehler, der keiner ist? Wir können es jetzt auch sein lassen. Lernen du möchtest es sein lassen. Guck mal, wir lassen es jetzt lieber sein. Ist besser. Oh, Leute, ich bin raus jetzt. Halt, ich bin raus. Gibt's hier noch wenigstens andere tolle News und Sachen, die man sich anschauen kann? Aber warum sind wir jetzt immer noch bei den beiden? Aber jetzt gerade nicht. Und es wird immer weniger. Ey, das ist Flirten, was die machen. Gerade zwischen halt, wenn ihr euch gerade trennt, flirtet euch nicht gegenseitig an. Was ist das denn? Was ist das denn? Kontraproduktiv. Das bringt euch nicht zum Ziel. Kontraproduktiv. Ist nicht viel? Der Cuddling. Der Cuddle. Wir haben gerade keine Nähe zueinander. I'm a mine. Mama mein. Jackie schläft einfach draußen auf Ehre. Hier ist irgendwie das Niveau von 6 Questlern, irgendwie, habe ich das Gefühl. Weißt du, wenn die Insta meint, mir Flittchen zu machen, ich lass die machen, oder, weißt du? Ich dachte schon, dass die ein bisschen reifer ist im Kopf. Hab mich auch ein bisschen getäuscht, weißt du? Ach so. Aber die gefällt dir auch, ne? Ja, die ganze Zeit kommt sie zu dir, touchy touchy da, auch im Bett. Ich hab den Joshua ja nicht erzählt. Sie war bei dir dran? Dran war. Er war bei ihr dran. Er war bei ihr dran. Und dann hat Joshua gesagt, au revoir, vergesst meinen Namen. Statement setzen. Zeigen, so, weißt du? Die will ein bisschen jetzt auch links rechts machen, aber weil der arme Junge, der wird das nicht überleben. So. Ich hab dir nur gesagt, wir haben uns ein bisschen jetzt gestreichelt. So. Ich glaube, der ist jetzt drüber weg, ja. Aber die hat den wieder um den Finger gewürzt. Oh. Oh. Sarah, hast du ein bisschen gequatscht zu zweit? Ja, wenn ja? du magst. Oh. Sie reden noch mal. Oh. Können wir die Eifersucht besiegen? Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich bin heute so ein bisschen durcheinander. Schwierige Situation. Ich habe keine Ahnung, ob Sarah offen ist, das Ganze noch mal irgendwie neu anzugehen. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Also ich kann dir sagen, der wollte mich kraulen hier hinten. Aber ich habe halt gemerkt, dass der Salvatore halt die Nähe halt gesucht hat auch, ne? Ich und nicht, ich kenne den. Doch, du auch, klar. Aber dann war ja das Ding ja so durch. Hab ich gedacht, so habe ich es empfunden. Ey Leute, ne, eure Kommunikation und eure Handlungen, die ziehen so aneinander vorbei. Wenn nicht sogar so, das ist krass. Das ist krass. Ja, ich hätte sie einfach direkt fragen sollen. Das war schon dumm. Oh, er hat vielleicht Kaka verkackt. Ob ihr jetzt gekuschelt habt oder nicht, es war ein bisschen provokant für mich. Weißt du, wie ich meine? Und ich lieg da im Raum und denk mir so, boah, muss das jetzt sein? So, fand ich nicht so cool. Oh Mann. Ja, ich weiß halt nicht. Du, das Gute ist, wir wissen es alle nicht. Also mach einfach dein Ding, macht alle euer Ding. Wir gucken einfach zu
Wir machen unser Ding. Wir haben hier unsere Snacks. Wir haben hier unsere Drinks. Wir machen es uns gemütlich. Wir haben ein perfekt Match ist. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr offen bin und auch gerne flirte. Ja, das auf jeden Fall. Wenn ich jemanden gefunden habe, der auch zurückflirtet, dann bin ich dabei. Aber du bist schon krass eifersüchtig so, ne? Ja, aber. Ja, aber wenn ich jetzt wirklich gekuschelt hätte, wäre für mich auch der Cut so. Hm. Ist einfach so. Und deshalb fand ich es so asozial und deshalb habe ich mich darauf so versteift. Wenn du hier mit jemandem redest, ist mir egal. Aber okay, wenn du hier mit jemandem kuschelst, bin ich egal. Da kann man jetzt auch nichts dran drütteln und schütteln, Alter. Fertig. Auf Matching Night habe ich Bock heute. Echt? Ich sag's euch, wir können echt gewinnen. Ich habe heute... Er hat eine Strategie erstellt. Und ich habe einen Masterplan. Steffi, komm mal bitte. Du musst heute nochmal mit Danilo bleiben. Okay. Für jetzt. Nur für jetzt. Nur für wir wechseln um die einfach, Match. Wir wechseln einfach nur zwei Paare für jetzt. Weil dann wissen wir, wenn da neue Lichter kommen oder nicht, wo das dann herkommt. Genau. Wenn zwei neue Lichter ankommen, das heißt, dass die zwei, die gewechselt haben, sind. Perfect Match, beide. Klingt alles plausibel. Klingt doch alles schon mal plausibel. Wir das logisch machen, wir wenn alle mitziehen. Ja, bis jetzt sind wir schon gut vorangekommen. Ja, genau. Ja, warten wir heute ab. Oh, Valentina. Man sollte einfach immer auf sein Inneres hören, auf sein Bauchgefühl, auf sein Herz. Und dann gewinnen wir auch und nicht irgendwie... Guck mal, ich würde mich schon freuen, wenn ich so ein paar Brains in meiner Gruppe habe, die sagen so, komm, wir machen das mit Taktik, Maktik, dies, das. Am Ende können wir so vielleicht gewinnen. Ich würde mich freuen. Ich würde sagen, ey, cool, danke, dass ihr euch den Kopf macht. Ich mach mit. Wir regeln das. Jetzt kommt eine Valentina und sagt, nee, die lagen schon mal falsch. Ich bin richtig. Und so nicht anders. Alter, Junge, wie viele Feinde willst du dir machen? Valentina, ja. Sagen, ja, du musst den und den wählen. Es wird wieder Stress geben, aber juckt mich nicht. Interessiert mich nicht. Ich ja, bin ja. Finden. Ich möchte das Game richtig Nein. und wirklich spielen. Du lässt die drängen dich doch zu nichts. Die haben lieb gefragt, können wir das bitte so machen? Es wäre schlau. Was drängen? Junge, ich mache mir doch nicht irgendwas aufdrängen, wo ich weiß, das wird niemals zu mir passen. Wen finden Sie da am besten? Ich habe jetzt auf die Wertvorstellungen geachtet. Ich könnte nie, Alex könnte... Das wäre? Ja, wer wohl. Von den inneren Werten und von der Wertvorstellung einer Beziehung würde ich den Joshua nach oben setzen. Joshua einfach. Dann wird für mich der Loverboy in Frage kommen und dann der Manuel, genau. Joshua, ich glaube, die wird dich nehmen, ne? Wie wenn sie dich nimmt, kommt ja, mein deswegen, Schuh aus. Ja, deswegen. Nein, wenn wir alle Schuh werfen, ist Mobbing, Digga. Aber das ist im Fernsehen nicht mehr. Wenn wir alle Schuh werfen, das ist Mobbing, Digga. Gut gesagt. Wenn die Valentina halt nicht mitmacht, dann ja. Das ist halt scheiße für uns, ne? That's a night, it's gonna be a good, good time! Habt ihr gerade Melinas Blick gesehen? Im Hintergrund? Einfach Melinas Blick. Einfach so. Was gibt euch jetzt was? Wo ist die Stimmung jetzt hergekommen? Hör mal. Guck mal, die Hässliche, wie die lacht und sich feiert. Sie denkt vielleicht nicht nach, keine Ahnung. Vielleicht denkt sie, das ist cool, aber das ist alles andere als cool so. Damit verbaut sie sich das einfach komplett bei jedem Mann. Kann ich kurz mit rein oder? Ja oder nein? Mhm. Komm her. Tommy versucht es gerade zu bügeln, was wirklich sehr zerknittertes altes Hemd ist. Schau mal, wir sind hier ein Team. Wir wollen alle. Glaub mir, das Hemd kriegst du nicht gebügelt. Ich will mir auch selbst treu bleiben. Okay, ist kein Problem. Aber hier ist es ein Spiel. Ich hab da keine Worte für. Ich find da keine Worte mehr für. Ich sitze da und denke mir so, hörst du da eigentlich selbst zu? Ich habe auch überhaupt gar kein Problem, einfach hier abzuhauen und dass dann die Person, die mit meinem Match ist, auch mit mir abhaut und kein Geld kriegt. Also auch eine Taktik. 10.000 Euro, wenn ich mir selbst als Person treu und Leute. Guck mal, das ist auch so ein Satz. Den sagt man doch auch einfach nur, weil man denkt, kommt im Fernsehen gut an. Ich scheiße auf das Geld, wenn ich mir selber treu bleibe. Damit alle RTL2-Fans dann kommen und sagen, oh mein Gott, sie hat so recht. Hauptsache, sie ist sich selber treu geblieben. Queen. So, bist du eigentlich komplett vom Esel runtergefallen, Alter? Junge, Real geblieben bin und auf mein Herz und auf meine Stimme gehört habe. Willst du dich lieber selber anwählen, irgendwas machen, was du nicht willst, für Cash? Das machst du, das heißt doch nicht, dass du dir nicht selber nicht treu bist. Ich verstehe das nicht. Ich wähle keine Person, wo ich weiß, es kann nicht ansatzweise sein und das kann bei mir und Alex nicht sein. Das ist einfach eine Strategie, bis zum Ende alle Matches zu finden. Sie will einfach gegen uns ein bisschen da so einen kleinen Krieg machen, kann ich verstehen.
Sie will ein bisschen Probleme machen, aber dann sag mir bitte nicht, dass du Joshua so gern magst, dass du ihn dann kennenlernen willst und in der Villa schaust du ihn dann an und wirst überhaupt nicht mit ihm reden. Deswegen ich weiß, wieso du das machst. Okay, ich verstehe. Okay, machen, von mir was du okay. willst. Von mir aus, sag, ich mache eine Show. Sag, ich möchte. Sag nicht, du machst eine Show. Ich sag nicht, du machst eine Show. Hör zu. Ich sag nur, du hast ein paar Probleme. Digga, das ist echt so stressig, mit dir zu reden. Da fehlt eine Schraube, glaube ich, da oben. Bei dir? Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Bei dir, uff. Eine, zwei, drei, könnten sogar 12 sein, ne? Ich weiß es nicht, aber. Willkommen, Valentina. Hör zu, du bist nicht mein Vater. Schau, du musst nein, nicht, nein, hör hey, zu. Du musst dich nicht aufregen. Okay, ich möchte gar nicht. Und gar sie flieht wieder, gehen. Sie flieht wieder, weil sie keine andere Chance hat, dieses Gespräch irgendwie zu gewinnen. Scheiß drauf, it's a matching night, liebe Freunde. It's the night of the matches. Chill, du bist die Nächste, komm zu mir. Jibil, lass es krachen. Wir glauben an dich. Erzähl, wie läuft's? Ich die Mädels wählen heute. Zufrieden. Zufrieden mit was? Mit Alex. Ja, mit Alex. Ja. Ist Alex auch heute deine Wahl? Nein, Alex Nein. ist nicht meine Wahl. Also Alex ist nur ein Praktikum. Oha. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Perfect Match sind, weil er optisch nicht so mein Typ ist. Man kennt's. Man macht also, wenn jemand optisch nicht dein Fall ist, dann macht man mit der Person auf jeden Fall 24-7 in der Villa rum. Fühl ich. Deswegen will ich den Jamie. Den habe ich auch schon in der ersten Matching-Night gewählt. Und er checkt gar nichts. Er spricht auf jeden Fall optisch mehr zu, also spricht optisch mehr zu als Alex. Also du machst mit Alex rum, aber eigentlich ist das gar nicht dein Typ, sondern eher Jamie. Man kann sich alles schön trinken. Hast du das gehört? Digga, sie schießt. Boah. Gefällt ihm auch nicht, ne? Ich kann es ja auch nicht übel nehmen. Also ich bin ja auch jetzt kein Typ, der nicht einstecken kann. Von daher... Gefällt ihm trotzdem nicht. Relativ lax. Nee, ist dir nicht lax, Bruder. Gefällt ihr nicht. Gefällt ihr nicht. Ja, also ich bin mit der Jill natürlich zufrieden, ne? Sie macht das klasse. So, du bist unglücklich. Alle Männer weg. Ja, alle meine drei Wahlen sind leider schon vergeben, ne? Oh, und jetzt? Was machen wir jetzt? Alex. Der Alex. Genau. Alex. Happy. Alex, komm zu mir. Ich dachte, ich bin doch Rudis Restaurant. Jetzt ist er mit Finja. Rudis Restaurant. Alex, kannst du denn nicht den anderen Jungs mal erklären im Haus, was eine Dating-Show ist? Eine Dating-Show ist mal Feuer und Vollgas zu geben. Oh, shit! Oh, shit! Er hat sie komplett zersäbelt. Nein, schaut euch ihre Reaktion an jetzt, bitte. Lasst uns ihre Reaktion anschauen. Und, ja gut, wie gesagt, manche Dinger sind halt leicht zu haben, aber, oh. An manchen muss man noch ein bisschen knabbern. Ja, und die Finja muss ich vielleicht... Er hat sie komplett in die Luft geschmissen und wie eine Pinata zerfetzt, Alter. Wow. Das war ja mit Abstand mal. Das war so, das fühle ich. Feier ich sehr. Sie sagt, dass sie sich ihn schön trinken kann. Er sagt, sind ja nicht alle so leicht zu haben hier. Das hat gezwirbelt. Das tat wirklich weh. Fühle ich. Nee, das auf keinen Fall. Ich sehe auch nicht. Ja. Da war ja morgens um 8 Uhr. Traumpaar, Leute. Das hat mich schon verletzt, weil ja irgendwie möchte ich nicht so gerne den Bitch-Stempel aufgesetzt bekommen. Fand ich ein bisschen fies. Junge, Alter, wer austeilt, muss auch einstecken können, ne? Das check ich halt immer nicht. Dankeschön. Sarah. Bitteschön. Was eigentlich mit dir und Joshua? Der ist ja jetzt schon weg. Ja, das wäre die zwei Süßen. Meine erste Wahl gewesen. A never ending love story. Danilo war meine dritte Wahl. Mhm. Also, dann wird's jetzt. Das ist für mich auch in Ordnung, total. Die passen optisch auch zusammen eigentlich, ne? Bist du nicht gewohnt so, ne? Der letzte. Komm schon damit. Bevor wir starten, der Gentleman. Oh, wegen ein Gentleman hier. Danilo, glücklich mit der Wahl? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte die Sarah von Anfang an eigentlich auf dem Schirm so. Ich dachte, okay, aber die war zu ruhig. In letzter Zeit kommt sie wieder aus sich raus und ja, die könnte auf jeden Fall ein Perfect Match sein. Und das mit Jill und dir ist durch? Auf jeden Fall.
Okay, das klang überzeugend. Warum auf jeden Fall? Gegenfrage, Sophia, wenn du einen Mann kennenlernst und der macht mit einer anderen Frau rum, würdest du mit dem wieder was machen oder du würdest ihm eine Shirt Shots geben? Dann weiß ich, dann bin ich in einer Dating-Show. Okay, aber ich bin hier in keiner Show, meiner Meinung nach. Ich möchte meine Frau kennenlernen und wenn meine... Sie wird ja nur hops genommen. Sie wird ja nur hops genommen in dieser Dingsbums-Night, Alter. Wie? Krank. Wenn eine Frau sowas macht, dann ist das für auf jeden Fall nicht meine zukünftige Frau. Okay. Ich glaube, dass ich ihm das zeigen muss, dass ich jetzt nicht noch weiterhin mit anderen Typen irgendwie rumknutsche oder so. Und dann hoffe ich... Ey, Jill, du bist wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das ist echt nicht normal mit dir. Das ist wirklich witzig. Sie war schon bei Are You The One, ne? Alle, die sich die nicht kennen. Sie war schon bei Are You The One, bei der Staffel davor. Sie kommt jetzt nochmal. Sie hat bei der ersten Staffel schon mit jedem Typen rumgemacht. Das kam nicht gut an. Und sie macht's jetzt wieder. Sie macht sich an jeden ran, Alter. So, schauen wir mal, wie viele Lichter angehen. Eins. Also, das zweite. Das erste haben sie ja schon. Safe. Eins ist doch schon mal gut. Aber geht noch ein Licht an. Eins ist schon mal gut. Eins ist schon mal gut. Sind es drei insgesamt? Ja, das wäre natürlich ein wundervoller Abschluss für den Tag, würde ich sagen, wenn wir jetzt heute Abend tatsächlich vier Lichter haben sollten. Geht doch ein weiteres Licht an. Oder bleibt es bei drei Lichtern? Fuck. Ja. Nein. Oh nein. Das war's. Es ging zwei Lichter an, anstatt drei wie beim letzten Mal. Und ich und Sarah saßen nicht zusammen. Und zu 99% ist das dritte Licht, was gefehlt hat, einfach ich und Sarah. Drei Lichter ist keine schlechte Leistung. Aber beim letzten Mal saßen doch auch nicht die zwei, die rausgegangen sind, zusammen. Und die sind ja schon ein Licht. Also es sind eigentlich zwei Matches, die nicht so zu sitzen wie letztes Mal. Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Mal zufrieden sein mit dem, was man jetzt lernt macht. Euch weiter kennen. Seid offensiv. Lasst euch aufeinander ein. So, Abflug in die Villa. Wir sehen uns bei der nächsten Challenge. Spaß haben. Ich fand's absolute Katastrophe. Voll die miese heute. Stimmung gerade. Ja, wow, richtig diepe Stimmung. Und das hier nicht funktioniert. So, dann ist halt so gekommen. Schade, Marmelade. Das war's auch mit der Folge. Nächste Folge, habe ich im Vorspann gesehen, soll eskalativer werden, sagen wir es mal so. Soll ein bisschen eskalieren. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, verpasst die nächste Folge somit nicht. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung auf euer Handy, wann ich die Folge hochgeladen habe. Das würde mich sehr freuen. Bedanke mich, dass ihr am Start wart. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Jeden Tag 14 Uhr kommt ein neues Video. Ich küsse eure Herzen. Lasst ein Abo auf Insta da. Ich weiß, ich sag's immer wieder, aber es gibt einfach zu viele da draußen, die mir einfach nicht auf Insta folgen und mit mir schreiben und so mir halt mit mich verfolgen dort. Mann. Ich hasse das. Leute, haut rein. Bis morgen. Ciao. I got a lot to do.